Willkommen zu Kampfstock Technik Teil 3 und dieses Mal beginnen wir mit Bambus. Und es geht diesmal um den Trick um den Hals. So, und wie der funktioniert, das zeige ich euch hier in dem Video. Also bleibt dran. So, ihr beginnt mit dem Bambus am linken Arm, linke Hand und linke Schulter. Das heißt, der Arm geht zur Schulter hin. Der Bambus wird auf der Schulter abgesetzt. Dann werdet ihr einmal hier mit den Schwungen arbeiten können. Nicht zu nah am Hals und auch nicht zu weit weg. Also so schön ein bisschen vor dem Hals. Das heißt, hier so lang und dann wird losgelassen. Und wie das dann aussieht, wird dann so aussehen. Zack. Also, zack. Wenn ihr das zu sehr ausholt, dann kommt der Bambus niemals hier an. Und wenn ihr zu nah am Hals geht, dann tut das hier ein bisschen weh. So, die Startposition beginnt mit der linken Hand und mit der linken Schulter. Wir beginnen hier, der Stock ist ungefähr mittig angefasst und wir bewegen den Stock einmal hier rüber und ab hier wird losgelassen. Ja, ihr müsst ihn loslassen. Und damit das hier nicht passiert, zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick. Ihr geht mit dem Stock nach oben, zack, auf die Schulter, geht hier rum und lässt halt los. Dieser Arm hier hat ja nichts zu tun, also kommt der jetzt ins Spiel. Er geht hier lang. Und zwar erst, wenn ihr mit dem Stock um den Körper seid. Wenn ihr das vorher macht, dann blockiert der Arm hier. Das heißt, ihr müsst mit dem Stock erst hier rumkommen und dann mit dem anderen Arm hochkommen. So schützt ihr euer Gesicht vor dem Schlag. Und das wird dann so aussehen. Puff. Zack, rüber, blockieren. Wenn wir jetzt alle Teile verbinden würden, das heißt aus Teil 1, 2 und jetzt Teil 3, würde das ungefähr so aussehen. Puff. Habt ihr gesehen? Ich wollte den Stock greifen, er war aber zu schnell, wurde abgeblockt und ist zur Seite geflogen. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den Trick beherrscht, dann könnt ihr loslassen und nach dem Stock greifen. Und ihr könnt hier mit dem Schwung einfach weitermachen. Ich hoffe, meine Fehler werden euch gefallen, denn hier kommen die Outtakes. Ja, lassen wir einfach mal die Stöcker schwingen. Einmal Schwung holen und... Alter, ich habe irgendwie ja, die Kontrolle gerade verloren. So, meine Stimme ist weg. Okay, nicht mehr so schreien. Okay, alles klar. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr habt viel Erfolg beim Lernen. Heißt das so? Ja.